Also heute ist der 7. November und ich bin zu Besuch bei Franziska Glas. Franziska ist Pflegeexpertin, Advanced Practice Nurse, ADP, APN, Entschuldigung, APN. Und sie ist Gesundheits- und Krankenpflege-Expertin an der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Heidelberg auf Station E2. Sie ist verantwortlich für Pflegewissenschaft und Entwicklung mit Schwerpunkt Pankreas Nurse und Ernährungsmanagement. So, erste Frage, die ich der Franzi gerne stellen möchte. Die Franzi und ich, wir kennen uns, wir sind Kolleginnen, wir arbeiten an anderen Stellen auch schon miteinander, deswegen duzen wir uns. Also die erste Frage, die ich der Franzi gerne stellen möchte, ist, was passiert eigentlich auf Station E2? Ja, Nora, danke für die Möglichkeit hier heute und dass wir uns hier auch zusammensetzen können. Ja, auf Station E2 passiert wahnsinnig viel. Wir betreuen ganz viele verschiedene Patienten nach gastrointestinal operativen Eingriffen, eine ganz große Anzahl an onkologischen, also Krebspatienten auch. Das heißt, wir haben da ganz viele verschiedene Bedarfe, die wir bei uns in der Pflege auch einfach adressieren bei unserem Patientenklientel, das wir da versorgen. Und dadurch, dass wir ein großes Pankreaszentrum hier an der Uniklinik Heidelberg sind, haben wir auch, wie gesagt, ganz viele Pankreaspatienten bei uns auf Station. Und wir merken da auch einfach immer mehr, dass diese Patienten ganz viele Bedarfe haben, die wir in so einer Regelversorgung, wie sie bei uns auf Station passiert, auch irgendwie gar nicht so richtig adressieren können. Und deswegen gucken wir immer mehr, wie wir diesen Bedarfen irgendwo auch begegnen können und implementieren innovative Konzepte und schauen, wo brauchst du einfach vielleicht ein bisschen mehr. Und ansonsten passiert bei uns auf Station sehr, sehr viel. Es ist ein trubelhaftes und schönes Arbeitsumfeld tatsächlich. Aber eine chirurgische Station. Genau, eine chirurgische Station. Okay. So, jetzt die Frage. Die APN. Das habe ich jetzt schon zweimal falsch gesagt. Für mich ist das auch ein neues Konzept, ja. Also die Advanced Practice Nurse. Ich definiere das jetzt mal und du sagst mir, ob das so hinkommt. Ja. Also, die Advanced Practice Nurse ist eine registrierte Pflegefachperson, welche sich durch akademische Ausbildung mit mindestens einem Master of Science, Expertenwissen, Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung bei komplexen Sachverhalten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis erworben hat. Kann man das so sagen? Kann man prinzipiell so sagen. Wir müssen nur ein bisschen drauf achten. In Deutschland, wir haben irgendwie keine Registrierungspflicht oder so. Gerade in Baden-Württemberg, dadurch, dass ja auch die Pflegekammer zum Beispiel gescheitert ist, ist das auch erstmal nicht irgendwie in Aussicht, dass sowas passiert. Also die Definition ist wahrscheinlich aus dem amerikanischen Raum, wo die Nurses ja auch alle registered sind im Endeffekt und ja auch das regelmäßig nachweisen müssen. Deswegen, das sind wir leider nicht. Mhm. Der Rest passt aber tatsächlich sehr, sehr gut. Ich zum Beispiel habe meinen Master gemacht in APN, habe den vor einem halben Jahr abgeschlossen und habe durch den Master viele erweiterte Kompetenzen im Endeffekt erworben, die ich in meiner Praxis anwenden kann und was mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen ist, weil ich habe nicht studiert, um irgendwie an einem Schreibtisch zu versauern, sondern ich will wirklich was in der Versorgung machen und mich um die Patienten kümmern. Mhm. Gut, du wunderst dich jetzt vielleicht, dass ich dir diese Frage überhaupt gestellt habe, aber ich wollte einfach nur sicherstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ich es hier mit einer ausgewiesenen Expertin, also einem echten Profi zu tun habe. Genau. Also, neben der klinischen Praxis gehören also ethische Entscheidungsfindung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, klinisches und fachspezifisches Leadership, Forschungskompetenz, auch Expertencoaching und Beratung zu deinen Aufgaben. Genau. Super. Ja. Gut, dann ist deine Profistellung hier somit untermauert. Und ich würde dann jetzt ganz gerne dich bitten, wir sprechen ja heute über Ernährung in erster Linie. Und da ist die Bauchspeicheldrüse ja ein ganz wichtiger Faktor. Und ich würde dich jetzt gerne bitten, dass du einfach mal noch mal kurz für unsere Zuhörer sagst, wofür eigentlich die was die eigentlich macht, die Funktion. Die Bauchspeicheldrüse wird ja meistens oder eben
im medizinischen Jargon auch Pankreas genannt, kann man beides ganz gut verwenden, ist ein kleines, aber super, super wichtiges Organ, das sich zur einen Seite um die Verdauung viel kümmert, aber zur anderen Seite auch für die Regulierung vom Blutzuckerhaushalt da ist. Mhm. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse hat ganz viele exokrine Drüsen und Zellen, die Verdauungsenzyme produzieren, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Nährstoffe aus den Nahrungsmitteln, die wir so zu uns nehmen, aufgespalten werden und dann auch gut wieder vom Körper aufgenommen und weiterverwendet werden können. Neben diesen exokrinen Drüsen hat sie auch endokrine Drüsen, die so Hormone wie Insulin und Glucagon zum Beispiel produzieren und damit eben den Blutzuckerhaushalt stabil halten. Regulieren auch, ja. Ja, mhm. Genau. Okay. Das ist einfach mal grundsätzlich. Das heißt, nach all dem, was du jetzt schon mal grob angerissen hast, wird es da klar, wenn die weg ist. Dann, oder operiert ist. Ja. Ja. Dann genau. Gibt es... Es kann zu Problemen kommen. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil man halt nie genau sagen kann, also man kann nicht sagen, Pankreasoperation ist gleich Pankreasoperation, weil es da wahnsinnig viele verschiedene Operationen gibt. Man auch nicht zum Beispiel sagen kann, wenn man jetzt die Whipple'sche Operation bekommen hat, dann kommt das und das und das auf einen zu. Weil gerade zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld, dadurch, dass wir eine Universitätsklinik auch sind, wir operieren ja auch sehr ausgiebig. Wir operieren häufig, wir haben viele Erfahrungen, deswegen sind unsere Operationen jetzt vielleicht auch nicht vergleichbar mit Operationen an der Bauchspeicheldrüse in einem anderen Haus. Aber man muss da einfach immer so ein bisschen spezifisch auch gucken, was für Symptome präsentieren uns Patienten denn zum Beispiel nach so einer Operation? Was kommt denn da? Und da ist jeder Patient im Endeffekt anders, jede OP-Situation anders und muss man ganz, ganz individuell immer wieder betrachten. Ja, das ist richtig. Das ist der Patient im Mittelpunkt. Das ist ja so, dass das große Wort, was über dem gesamten Universitätsklinikum Heidelberg immer wieder steht, und das bedeutet eben individuelle Diagnostik, Therapie und ja, überhaupt auch Ansprache, ne? Genau. Mensch zu Mensch. Ja. So, Franzi, jetzt habe ich so ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte, von denen ich denke, die mich persönlich eben auch interessieren, aber von denen ich eben denke, dass man als Betroffener oder auch Angehörige eines Betroffenen, einer Betroffenen, da gerne mal drüber reden würde. Und da stelle ich dir jetzt mal die erste meiner Fragen. Gerne. Warum sind Verdauungsenzyme so wichtig nach einer Pankreas-OP? Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Enzyme produziert, zum Beispiel durch eine Erkrankung oder nach eben der Operation, wenn da Gewebe entfernt worden ist, können Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette einfach nicht mehr richtig aufgespalten, verdaut und dann vom Körper aufgenommen werden, weil das ja die Aufgabe im Endeffekt der Bauchspeicheldrüse auch ist. Das führt ganz, ganz häufig zu Verdauungsproblemen, wie zum Beispiel Fettstühle, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Mangel Ernährung führen. Mhm. Und auch wichtige Vitamine, die zum Beispiel mit Fett aufgenommen werden, können wie Vitamin A, D, E und K können auch nicht mehr richtig aufgenommen werden. Dementsprechend kann es da eben auch zu einem Mangel kommen. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Verdauung zu unterstützen. Und da gibt es eben Medikamente wie die Pankreasenzyme oder Pankreasersatzenzyme. Gibt es ganz verschiedene Markennamen, die da überall verfügbar sind. Wir wollen uns jetzt hier aber jetzt mal nur auf allgemein Pankreas-Ersatzenzyme beziehen. Da ist es aber einfach so, keine dass... Schleichwerbung. Genau, keine Schleichwerbung. Da ist es aber so, dass die richtig eingenommen werden müssen. Weil nur wenn die richtig eingenommen werden, vor allen Dingen im Fett, in Abhängigkeit zum Fettgehalt von der Nahrung, können die auch richtig wirken. Das klingt zwar jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen paradox, wenn wir sagen, okay, die Bauchspeicheldrüse hat verschiedene Enzyme und damit spaltet sie alle quasi Makronährstoffe mit auf. Warum reden wir jetzt hier nur über das Fett im Endeffekt? Im Endeffekt ist es so, dass Fette viel mehr komplexe Strukturen haben und dadurch viel, viel mehr Enzyme brauchen, um auch wirklich aufgespalten und verdaut zu werden. Mhm. Und in den ganzen Pankreasersatzprodukten ist hauptsächlich Lipase vorhanden oder in höherer Dosierung vorhanden, eben genau um diesen Fettabbau quasi zu unterstützen. Ja. Und deswegen guckt man da in der Dosierung einfach nach dem Fettgehalt von unserer Nahrung,
Wie gesagt, dann gibt es noch ein, zwei kleine Kniffs und Tricks, die man beherrschen sollte, weil nur eine richtige Einnahme gewährleistet im Endeffekt auch, dass die Verdauung einigermaßen läuft wie vor der Operation. Mhm. Gut, jetzt hast du es schon teilweise angesprochen, also wie werden die Enzyme richtig eingenommen? Das wäre jetzt so meine nächste Frage, also zusammenhängend eben mit dem Fett und öfter am Tag, mehrfache Einnahme, Momente, also weiß nicht, ja. Willst du das nochmal? Ja, einen Schluck Wasser? Ja. Im Endeffekt ist es wichtig, dass die Kapseln zu den Mahlzeiten wirklich eingenommen werden mit einem Schluck Wasser. Bei den Kapseln ist es immer so, dass da außenrum eine Hülle ist und in der Mitte quasi der Kapsel sind so Pellets drin. Und diese Schutzhülle im Endeffekt sorgt dafür, dass die Enzyme nicht schon im Magen wirken und dann erst im Dünndarm quasi auch wirken. Jetzt ist es aber so, dass bei ganz, ganz vielen Operationen, auch hier bei unseren Patienten, der Magen teilweise entfernt wird oder der Magenpförtner mit entfernt wird im Zuge der Operation. Und da wird immer empfohlen, die Kapseln aufzumachen, ja. Damit sich genau, eben... Genau, das hatte ich nämlich auch gehört, genau. Dass die aufmachen ja. sollen. Also das genau, dass die aufgemacht werden sollen, einfach damit, weil man muss sich das immer so ein bisschen vorstellen, wie das bei einem in Anführungsstrichen gesunden Menschen funktioniert. Bei einem gesunden Menschen funktioniert die Nahrungsaufnahme, wie kauen, das geht durch die Speiseröhre in den Magen und im Magen quasi wird das Ganze gespeichert und verhindert durch den Magenpförtner oder immer nur so stückchenweise abgegeben, es rutscht quasi nicht durch. Mhm. Wenn jetzt am Magen operiert worden ist oder ein Teil rausgenommen ist, der Magenpförtner rausgenommen ist, dann quasi passiert die Nahrungspassage relativ zügig und eben keine so wirkliche Stoppfunktion mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass die Pellets aufgemacht werden, weil nur so können wir im Endeffekt sicherstellen, dass diese Pellets auch wirklich sich mit dem Nahrungsbrei verbinden und dann auch wirklich ihre Wirkung entfalten können. Weil wenn erst noch irgendwo die Hülle der Kapsel aufgelöst werden müsste, wäre es viel zu spät. Das dauert ja dann bestimmt auch irgendwie eine halbe Stunde mindestens, bis sich so eine Hülle dann aufweicht. Ja, auf jeden Fall. Und man muss aber gleichzeitig auch ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich auch Gefahren birgen, wenn wir die Kapsel aufmachen oder wenn man empfiehlt, die Kapsel aufzumachen. Diese Pellets können das Zahnfleisch reizen. Man muss also darauf achten, dass wirklich keine Produktreste auch im Mund drin bleiben, dass man gut nochmal mit Wasser nachspült, dass die Einnahme auch auf mehrere Momente verteilt wird. Also wir nennen das das Sandwich-Prinzip, dass man erst ein paar Bissen isst, dann Pellets einnimmt, dann wiederum was isst, wieder Pellets einnimmt und sich somit die Einnahme auf mehrere Male während des Essens einfach verteilt. Ja, Frage. Würdest du dann auch empfehlen, dass man sich nach jeder Mahlzeit quasi dann auch die Zähne putzt? Solange man sicherstellt, dass man den Mund gut ausgespült hat und nichts im Mund drin verbleibt, würde ich es zwangsläufig nicht empfehlen. Aber wenn der Patient, die Patientin damit ein sichereres Gefühl hat, warum nicht gerne? Ja, weil du sagtest, das kann das Zahnfleisch angreifen und dann vielleicht auch die Zähne. Naja, okay. Gut, das haben wir jetzt. Wie finde ich die richtige Dosierung? Ja, das ist immer so ein bisschen das Schwierige und das, womit die meisten Patientinnen und Patienten vor allen Dingen in der Anfangszeit zu kämpfen haben. Im Endeffekt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die benötigte Menge an den Enzymen hängt eben davon ab, wie viel Fett ich in meiner Mahlzeit drin habe. Man kann da ganz schlecht pauschal irgendwie sagen, das und das und das muss man machen. Es gibt da so pauschale Aussagen, dass man sagt, pro Gramm Nahrungsfett 2000 Einheiten des Enzyms nehmen. Mhm. Aber da ist es einfach auch so, dass jeder Patient, jede Patientin nach der Operation eine ganz individuelle Toleranz der Fettmenge hat. Da kommt es dann auch ein bisschen drauf an, wie ist die Restfunktion vom Pankreas, wie viel Gewebe wurde entfernt, wurde die gesamte Bauchspeicheldrüse entfernt. Nichtsdestotrotz kann man eben mit dieser grundlegenden Einordnung 2000 Einheiten pro Gramm Nahrungsfett sich das auch ausrechnen. Das heißt, man kann zum Beispiel auf die Nährwertangaben auf einer Verpackung gucken und kann sich überlegen, okay, wie groß ist denn die Menge davon, die ich jetzt esse, was esse ich denn dazu, wie wird es zubereitet und danach kann ich mir das ausrechnen. Also klar, natürlich muss ich dann immer ein bisschen auch gucken,
Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Müsli. Wenn ich ein Müsli esse, wie viel esse ich davon? Sind das 100 Gramm? Sind das 150 Gramm? Nehme ich dazu eine 3,5% Fettmilch? Nehme ich eine 1,5? Nehme ich vielleicht eine Milchalternative? Und danach kann man sich im Endeffekt ausrechnen. Es gibt aber auch mittlerweile im Internet frei verfügbar solche Tabellen, wo man ablesen oder wo schon direkt vordefiniert ist, wenn ich das Lebensmittel esse, dann muss ich so und so viel Einheiten vom Enzym nehmen. Also sind auch mittlerweile ganz normale Dinge dabei, wie zum Beispiel mein Döner oder sowas, wo auch einfach aufzeigen soll, hey, ich kann theoretisch mich das ganz Leben normal ernähren und das Leben genießen. Ja. Ich muss nur eben darauf achten, dass ich ausreichend von dem Enzym zu mir nehme. Franzi, werden wir im Anschluss dann an unseren Cast da vielleicht einen Link zu einem solchen Rechner für unsere Zuhörer zur Verfügung stellen können? Ja, das ist gut. Das kriegen wir hin. Dann machen wir das. Genau, jetzt gehe ich dann schon zur nächsten Frage, oder? Ja, wobei mir tatsächlich noch eine Sache in dem Kontext aufgefallen oder eingefallen ist gerade. Ganz viele Betroffene haben immer Angst, dass man auch zu viel von dem Enzym nehmen kann. Ja, ja. Kann man faktisch nicht. Also man kann faktisch das wirklich in den seltensten Fällen nur überdosieren. Oder es geht eigentlich wirklich nicht, das überzudosieren. Man kann wirklich mehrere der Kapseln nehmen. Pauschal, wenn wir nicht wissen oder wenn der Patient, die Patientin nicht weiß, wie viel Fett zum Beispiel in so einer Mahlzeit drin ist, empfehlen wir pro Hauptmahlzeit 25.000 bis 40.000 Einheiten des Enzyms zu nehmen und pro Zwischenmahlzeit, wenn die denn Fett enthält, 10.000 bis 25.000 Einheiten der Kapseln. Ja, das ist gut, denn im Hinterkopf hatte ich irgendwie so die ganze Zeit so ein Bild von so einer Familie und eine Person ist substituiert und es ist eine junge Familie und da sind auch Kinder und die sind vielleicht noch Kleinkinder und haben noch nicht so richtig das Verständnis für die Dinge in der Welt und nehmen jetzt von der Mama, die substituiert wird, jetzt einfach auch mal so eine Kapsel. Ist es gefährlich oder nicht? Das war so die Idee. Aber jetzt hast du es ja gerade beantwortet. Ist es überhaupt nicht gefährlich? Ja, nein. Wunderbar. So, dann komme ich jetzt zur nächsten Frage. Wie merke ich, ob ich genug Enzyme eingenommen habe? Im Endeffekt der einfachste Weg, um festzustellen, ob man genug Enzyme zu sich genommen hat, ist, sich selbst zu überprüfen und zu gucken, welche Symptome habe ich denn nach dem Essen oder in einem eher zeitlichen Abstand von Essen. Das heißt, habe ich Bauchschmerzen, habe ich Durchfall, habe ich Fettstühle, fühle ich mich einfach nicht gut, dann ist es immer ein Zeichen für, dass man nicht genug Enzyme genommen hat. Wenn man sich allerdings normal fühlt, dann weiß man, okay, jetzt habe ich im Endeffekt genug Enzym aufgenommen. Es bringt dann, wenn man zum Beispiel diese Symptome hat, nichts, das Enzym noch nachzunehmen. Also man sollte sich vielleicht einfach irgendwie eine Notiz machen, dass man beim nächsten Mal, wenn man genau so eine Mahlzeit isst, dann einfach mehr einnimmt. Das ist so der Tipp, den wir mitgeben, aber es bringt wirklich gar nichts, das Enzym dann noch nachzunehmen, wenn man merkt, oh, jetzt ist ups, grad, jetzt ist... Ja, ja. Dann ist der Durchfall schon da. Ja. Also, ehrlich gesagt, für mich ist es eine richtige Wissenschaft, ich müsste mir wirklich alles aufschreiben, denn was ich morgens gegessen habe, das wüsste ich dann vielleicht abends auch nicht mehr. Und wie machen das deine Patienten? Das ist tatsächlich eigentlich genau der Trick dahinter, sich die Sachen aufzuschreiben. Also ich empfehle wirklich jedem, führen Sie ein Ernährungstagebuch, führen Sie ein Tagebuch, wo Sie aufschreiben, wie oft habe ich gegessen, was habe ich gegessen, wie habe ich es vertragen, wie viele Enzyme habe ich dazu genommen. Wenn man noch gleichzeitig Insulin auch sich spritzen muss, dann auch aufschreiben, wie viele Einheiten Insulin habe ich gespritzt, wie war danach mein Blutzucker. Weil man muss sich ja auch immer vorstellen, so eine Situation nach so einer Bauchspeicheldrüsen-OP, die kommt von jetzt auf gleich und man kann die Leute auch nur bedingt irgendwie darauf vorbereiten. Und es braucht wahnsinnig viele Routinen und Selbstdisziplin im Endeffekt, um da wirklich ein gutes Management für diese Symptome auch irgendwie zu entwickeln. Ja. Und gleichzeitig muss man sagen, man kann nicht immer richtig liegen. Man kann nicht immer richtig liegen und das müssen Patienten auch verstehen. Man kann nicht immer
die richtige Entscheidung treffen. Man darf auch mal daneben liegen, man darf auch mal zu wenig Enzym genommen haben, Symptomatiken haben. Das Wichtige ist immer, dass sie etwas daraus lernen im Endeffekt, dass sie eben merken, okay, das beim nächsten Mal dann halt anders. So empfehlen wir das auch mit dem Essen. Es ist ja allgemein so, dass es keinerlei Ernährungsempfehlungen nach solchen Bauchspeicheldrüsen-Operationen gibt. Mhm. Prinzipiell sagen wir, sie können alles essen, was sie auch gut vertragen. Und genau dahinter ist ja so ein bisschen der Clou. Die vertragen am Anfang vieles nicht. Und ich empfehle immer, gerade in dieses Ernährungstagebuch sich auch aufzuschreiben, was habe ich zum Beispiel gut vertragen, was kann ich jetzt die nächste Zeit einfach mal häufiger essen, was habe ich schlecht vertragen, was lasse ich jetzt erstmal weg die nächste Zeit, einfach damit ich nicht mehr so diese negative Verbindung und Assoziation auch einfach zu essen habe. Weil ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Essen ist Lebensqualität. Essen sollte definitiv auch nicht irgendwo zur Last werden. Nee. Und das wird es leider für viele Patienten. Und deswegen dann ist es... Das ist dann nochmal, das wäre dann ein zusätzliches Krankheitsgefühl, was man dann... Absolut. Und gleichzeitig, man will ja auch am Leben teilnehmen. Man will abends essen gehen oder sowas. Ne? Und will dann nicht irgendwie danach die Quittung bekommen und will dann vielleicht auf der Toilette irgendwie länger sitzen oder so. Deswegen Routinen etablieren, Erfahrungen machen, positive Erfahrungen machen, negative Erfahrungen eher meiden und das Ganze in schriftlicher Form. Man gibt mittlerweile auch wahnsinnig viele digitale Angebote für die Leute, die digital das irgendwie besser unterwegs sind. Da kann man auch... So digitale Tagebücher? Ja, also. Zum Beispiel. Oder es gibt auch ganz viele Tracking-Apps, wo man sowas auch mitunter vermerken kann. Oder man auch einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was esse ich denn eigentlich den ganzen Tag? Und wie ist es denn auch so zusammengesetzt, was ich da esse? Weil man schon nach solchen Operationen einfach sieht, dass ein Großteil der Patienten von einer Mangelernährung betroffen sein kann. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und da ist eben eine energiereiche, proteinreiche Ernährung besonders wichtig. Aber das kann ich von mir selbst sagen, erst seit ich mich mehr und intensiver mit dem Thema auseinandersetze und auch mal für mich selber tracke, was esse ich denn so den ganzen Tag, merke ich eigentlich, wie sich das alles zusammensetzt und bekomme ein Gefühl dafür. Und so ist es ja bei unseren Patienten auch, dass die ganz häufig gar nicht wissen. Für die ist das eine Nebensache, die einfach mitläuft, weil es die Normalität ist, weil es der Alltag ist. Und erst wenn man dann aufgrund von einer Erkrankung oder von einer Operation merkt, was das eigentlich alles ausmacht, es ist ein ganz schöner Lernprozess tatsächlich, der irgendwie auch begleitet werden muss. Okay, jetzt... wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Sonst wir sind doch eigentlich schon fast durch. Ich habe so ein bisschen alles gerade irgendwie in eine Frage mit eingebaut. Genau, die Ernährungstipps, die hast du jetzt gerade schon gegeben. Und weitere wichtige Hinweise zur Ernährung hast du auch gegeben. Ja. Ja, gut, dann zusammenfassend eigentlich auch. Ja. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir... können auch nochmal unsere Patientinnen und Patienten und Zuhörer einladen zu unserem 21. November. Da haben wir nämlich zum 11. Mal den Weltpankreaskrebstag, den wir hier begehen, der hier stattfindet in unserer Klinik und wo wir da auch nochmal zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. Vor allen Dingen du, Franziska, mit einem ganzen Team. Ja, mit einem ganz tollen Team. Wir sind da, um Fragen zu beantworten, in den Austausch zu gehen, um für uns ist das auch eine ganz, ganz große Chance zu erfahren, was sind denn die Probleme nach solchen Operationen, wo können wir vielleicht im Krankenhaus auch schon gegensteuern zukünftig und deswegen ist uns der Austausch an dem Tag so wahnsinnig wichtig und wir würden uns da wirklich freuen, wenn so viele Betroffene und auch Angehörige vor allen Dingen an dem Tag dabei sein können und Ja, und von diesem Angebot profitieren. Ja. Super. Okay, du, dann danke ich dir für dieses schöne Gespräch und freue mich dann auch schon auf unser nächstes Thema, was wir ja schon angesprochen haben, was dann demnächst kommen wird. Sehr schön. Danke dir.